Westfalenblatt, die Lokalzeitung. In Hornbad-Meinberg im Kreis Lippe ist beim Absturz dieses Segelflugzeugs ein 74-jähriger Mann ums Leben gekommen. Der Pilot aus Reda-Wiedenbrück im Kreis Gütersloh war allein in dem Flugzeug unterwegs und nach dem Absturz sofort tot. Das teilte die Polizei mit. Anwohner des Butterbergs an der Absturzstelle alarmierten gegen 14 Uhr die Rettungskräfte. Der 74-Jährige war am Nachmittag in Steinheim im Kreis Höxter gestartet. Das Luftfahrtbundesamt und die Polizei ermitteln zur Unglücksursache.